Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar, dem JFD-Devisenradar im neuen Handelsmonat März. Wir haben jetzt schon die ersten zwei Handelsmonate rumgebracht und ja, zuletzt ließ sich wieder etwas abnehmende Volatilität an den Märkten feststellen, aber die generellen Tendenzen aus dem alten Jahr scheinen sich hier weiter fortzusetzen und in diesem Zusammenhang wollen wir uns den Aussie anschauen, den Australdollar gegenüber dem US-Dollar, der hier schon wieder schwach in die neue Woche, Schrägstrich neuen Monat startet. Wir sehen hier wieder rechts auf der Seite die typischen Timeframes. Hier den Saisonalitätsindikator schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Jetzt wollen wir aber hier zunächst mal auf den Wochenchart blicken. Eine Kerze, eine Woche. Und wir sehen eben hier seit Sommer 2014 die sich beschleunigende Abwertung des Währungspaares. Aktuell einzig interessante Situation ist die, wenn man hier in die Vorjahre zurückfährt, und das heißt hier deutlich mehr als 10 Jahre, dann sieht man hier, dass es tatsächlich ein Bereich ist, auf dem wir uns aktuell bewegen, der ein wenig Grund zur Hoffnung macht. Im übergeordneten Bild, wohl bemerkt, kurzfristig sieht es nicht gut aus, aber im übergeordneten Bild ist das hier eine Zone, die durchaus interessant sein könnte, sofern der Markt hier mal wieder etwas Drive bekommt. Dazu passt eben die auch schon gezeigte Saisonalität. Hier wird signalisiert, dass wir in den März hinein bis April zunächst eigentlich ansteigende Preise sehen dürften. Das eben dann aber nur vor dem Hintergrund, wenn wir hier das Level von rund 0,77, und das ist definitiv die Hausnummer, die man sich auf Wochenbasis merken muss. 0,77 sollten wir hier nicht unterschreiten, schon gar nicht per Wochenschlusspreis. Das wäre dann hier sicherlich ein signifikant bärisches Signal. Gehen wir in den Tagesschart. Der sieht ja nicht minder belastend aus für das Währungspaar. Wir haben hier übergeordnet einen intakten Abwärtstrend, den wir uns jetzt mal gerade in den Chart zaubern. Hier sogar per Trendlinie sehr gut zu visualisieren, mit zahlreichen Auflagepunkten. Insofern hier definitiv eine signifikante Linie, die uns hier einen Anhalt dafür gibt, wenn es einen Ausbruch gibt. Dann könnte man hier unter Umständen auf eine Gegenbewegung setzen, aber hier auch die Struktur eines Abwärtstrendkanals ist möglich und dies erlaubt eben aktuell die laufende Erholung von dieser unteren Trendkanallinie kommend. Die heutigen Kursverluste rühren zum einen aus zahlreichen Daten in der Nacht, die hier aus Asien kamen und natürlich insbesondere auch ja, aufgrund der Zinssenkung, die es hier am Samstag gab in China. Hier herrschen eben Sorgen über eine Abkühlung der Wirtschaft und bereits das zweite Mal in kurzer Zeit hat hier die chinesische Notenbank, die Bank of China, die Zinsen gesenkt und das ist doch schon ein Zeichen, dass es sich abkühlt und Australien hängt hier am Nabel der Wirtschaft aus China und wenn es da eben zu Rücksetzern, Schrägstrich Schwächen kommt, dann wirkt sich das unmittelbar aus. Und Australien ist ein sehr rohstoffabhängiges Land und wenn es natürlich im Sinne einer Wirtschaftsabkühlung zu einer geringeren Rohstoffnachfrage kommen sollte, dürfte, dann wäre dies sicherlich für Australien sehr, sehr schlecht. Tatsache ist, hier im Tagesschartintervall sehen wir hier den Aufwärtstrend, den kurzfristigen innerhalb dieser übergeordneten Abwärtstrendkanalstruktur. Und man darf hier durchaus interpretieren, dass man hier eine bärische Flagge im Chart hat, gegen dem Abwärtstrend, dem übergeordneten Abwärtstrend laufende Erholungsbewegung, die sich, sofern es eben hier dann jetzt einen Ausbruch nach unten gibt, sicherlich weiter fortsetzen dürfte. Und hier wäre auch die Marke von 0,77 zu nennen, die sich hier eben auch als einen kleinen Horizontal oder als eine kleine Horizontalunterstützung darstellt. Und hier gilt insbesondere, wenn wir darunter gehen, dann wäre das schlecht. Dann wäre zum einen die bärische Flagge, vorsichtig bärische Flagge, die ist von der strukturellen Erscheinung nicht ganz 1A, aber dann wäre die, wenn wir hier drunter gehen, definitiv aufgelöst. Neues Verlaufstief, gerade per Tagestief, beziehungsweise per Tagesschlusspreis unterhalb von 0,77 sollte weitere Verluste nach sich ziehen und dann wären wir hier ganz, ganz schnell bei 0,76, 0,75 und Sie sehen, wenn der Abwärtstrend weiteren Bestand hat, dann haben wir hier Preise in Richtung 0,73 und tiefer zu erwarten. Wir haben anhand des Wochencharts definitiv noch reichlich Spielraum. Sie sehen hier die Marke von 0,70, wäre dann hier eines der nächsten Ziele, die man hier durchaus ins Auge fassen darf, wenn es denn hier eine weitere Korrektur gibt. Zum heutigen Tag kann man sagen, der Australdollar ist bislang 43 Pips gelaufen. Das ist übersichtlich, aber wie gesagt, die Volatilität zog sich zuletzt auch ein Stück weit zurück. Grundsätzlich kann man, und das kann man hier gut ableiten, anhand der letzten Bewegungsimpulse, kann man davon ausgehen, wenn es ein neues Tagestief geben würde, dann kann man hier durchaus auf nochmals fallende Preise setzen. Allerdings sind wir, wie gesagt, aufgrund der Bewegung aus den Morgenstunden schon sehr stark gelaufen und der Montag, auch das wissen Sie, ist hier eher ein Tag,
der manchmal tricky wirkt, dahingehend, dass die Märkte sich erstmal orientieren, gerade die Forex-Märkte. Und insofern vielleicht doch etwas Zurückhaltung üben. Falls nicht, dann wäre hier das Level von 0,7777, 0,7780 ein schönes Trigger-Level, um hier oder eben Tageshoch oberhalb der Morning-Session hier, oberhalb des 7-Uhr-Hochs 0,7781, wäre hier ein spekulativer Entry möglich, um hier in Richtung der Hochs aus der vergangenen Woche bzw. hier vom Freitag zu laufen. Ja, das müsste wäre dann durchaus eine Gegebenheit hier im Sinne eines Counter-Trades, auch im Sinne dieser leicht abzeichnenden Divergenz, positiven Divergenz hier unten. Aber grundsätzlich, wie gesagt, kann dann jetzt auch hier der Markt so ein bisschen dahin plätschern im weiteren Tagesverlauf. Gleich wie auch hier im Nachmittag bzw. gerade am Nachmittag einiges aus den USA bekommen. Heute auch den ISM Einkaufsmanager Index hier um 16 Uhr. Das könnte hier nochmal für Stimmung in Sachen US-Dollar-Pair sorgen. Bis dahin vielleicht C, warten wir es einfach ab. Ich sage an dieser Stelle schon mal danke fürs Einschalten. Das wäre es mit der heutigen Beschau des Pairs Australien-US-Dollar, auch Aussie genannt. Und wenn Sie mögen, nachher im Stream gibt es noch die ein oder andere JFD Live Trading TV-Sendung und natürlich noch die ein oder andere exklusive Analyse. Bis dahin, einen schönen Auftakt in die neue Woche und auf bald, Ihr Christian Kimmel.